Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei Outlast. Ich habe keine Lust, dieses Spiel weiterzuspielen, aber ich brauche wieder Material, also von daher muss es leider sein. Das letzte Mal wurde uns ja hier wurden uns ja hier die schönen Finger abgehackt. Oder abgeschnitten, besser gesagt. Ja. Okay, ich bin zwar etwas durchsichtig. Ich gerade einen neuen Greenscreen habe und diesen etwas ausprobiere. Habe ich natürlich noch keine Ahnung davon. Deshalb entschuldigt das bitte. Na, Buddy? Follow the blood, follow the blood! In the lift! Drück! Es fehlt uns etwas. Was stand hier? Ein Schlüssel. Scheiße. Sehr gut. Ja, moinsen. Schlüssel. Oh. So, da bin ich wieder. Entschuldigung für die Unterbrechung. Irgendwie funktioniert da mein Herzfrequenzmesser irgendwie nicht richtig. Und ich denke mal, jeder will wissen, wie es um mein Herz steht. ja. Jetzt sollte es hoffentlich funktionieren. Oh Mann! Dieser scheiß Dr. Wernicke. Ich brauche einen scheiß Schlüssel. Ich glaube, der Typ kommt gleich. Ich gehe langsam out of batteries. Wo lang? Kill me! Go ahead, fucker! Go ahead and murder me! See what happens!
fucking hell. Seid doch alle leise, Mann. Ich hasse das Spiel. Ich hasse es so sehr. Da war er gerade. Schieb das Ding weg! Der Puls auf 100. Hinter jeder Tür könnte irgendein scheiß Bastard sein. Fuck you, fuck you! Go, 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 go! Come on, we're not done yet. Oh man, ey. God. Ich zitter gerade. Das Spiel ist so mies. Wait. Nicer Bug. Ich steck hier irgendwie in der Tür fest. Okay, ein Dokument. Von David Annapurna an HR Resources. Use US Murkoff Corporation. LU. Alles gut. Sehr geehrte Damen und Herren, dies ist meine dritte Bitte um Versetzung nach 2 Monaten ohne Antwort. Ich möchte nicht mehr in Mount Massive arbeiten. Ich war mein ganzes Leben lang in der Krankenpflege tätig, habe aber noch nie ein derartiges Ausmaß an Heimlichtuerei und Respektlosigkeit erlebt. Ich habe sogar den Verdacht, dass manche der Patienten möglicherweise mich missbraucht werden. 2 Fälle, die in die Kellerstation verlegt wurden und nie wieder zurückkamen, sind mir persönlich bekannt. Falls ich auf diese E-Mail keine Antwort erhalte, sehe ich mich nicht nur zu einer Kündigung gezwungen, sondern ziehe außerdem in Erwägung, mich an die Presse zu wenden. Mit freundlichen Grüßen, David Annapurna. Okay. Ich denke mal, dass David Annapurna wahrscheinlich nicht das hier wahrscheinlich nicht überlebt hat. Ich brauche eine scheiß Batterie. Wir haben den Schlüssel. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you.
hasse den Typen. Einfach aufstehen und wegrennen. Gute Idee, Fragezeichen. Gute Idee! Bye, Buddy! Wo war der scheiß Lift? Offensichtlich nicht hier. Dort vorne. Nein! Wo war der scheiß Lift? Oh mein Gott! Wo kam der bitte plötzlich her? Ich geschreit habe. Ich glaube, meine Nachbarn hassen mich. Erst fucking 14 Minuten. Ich werde so sterben. Ich bin jetzt genau wieder hier, wo ich vorhin war. Der Typ ernsthaft hier irgendwie die Türe wieder. Der Ausgang! Der fucking Ausgang ist zu tun! Was? Die Herrschung von Traegersaft. Schritt 1 drücken. Fuck. Bist du tot? Hauptsache seine Haare hängen nach oben. Die müssen so hässlich sein. Oh mein Gott. Ich hoffe, der Typ ist tot und taucht nie mehr auf, Mann.
when you think you understand what's happening here, you're only gonna be halfway down the rabbit hole. It's always been the case that whoever's holding the money gets to see what the truth is. What happens when all the money's gone? It's faith. Money is a matter of faith.